Ach, der Laden ist voll öde. Hier fragt mich keiner, ob er mir in den Hals beißen darf. Geduld. Ich weiß ganz genau, dass einer von denen hier Swamp Thing kennt. Halten wir erstmal den Ball flach, okay? Und dann verschwinden wir einfach. Ich habe gehört, ihr sucht das Ding draußen in den Sümpfen. Darf ich euch meine Dienste anbieten? Ruf uns einfach an, Süße. John Constantine. Poison Ivy. Sag uns, wo Swamp Thing ist. Du bist gut. Diese Info kann ich doch nicht einfach so weitergeben. Jedenfalls nicht umsonst. Ich verrat's dir, wenn du es schaffst, mich unter den Tisch zu saufen. Dann werden wir die Scheiße mal weghauen, Criss Angel. Ich will Frank zurück, aber dieser Typ bedeutet nichts Gutes. Oh, Frank hat Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Ich habe keine solchen Freunde. Alle wollen die alte Nora, aber ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Wow, so verletzlich. Ivy, willst du vielleicht was hinzufügen, jetzt, wo wir unsere wahren Gefühle zeigen? Hey, Konstantin, schieb deinen Houdini-Arsch rüber und lass uns anfangen. Bleibt ihr denn? Ihr solltet mich doch schon vor einer Stunde im Sumpf treffen. Was ist gestern Nacht eigentlich abgegangen, hä? Ich habe Konstantin unter den Tisch gesoffen und er hat mir verraten, wo Swamp Thing ist. Ihr wolltet in den Sumpf kommen, sobald ihr Beignets gekauft habt. Meine Beignets! Wo bist du? Conny hat eine Karte. Checkt seine Taschen. Und falls ihr meine Zimmerschlüssel findet, dann nehmt sie ihm ab. Oh, den BH habe ich auch. Und den hier auch. Okay, wir kommen sofort in den Sumpf. Aber hüte dich vor Swamp Thing. Ja klar, alles gut. Ich fasse es nicht, dass wir keine Beignets gekauft haben. Süße, ich kaufe dir 100 Beignets, wenn wir Frank gefunden haben, okay? Das versprichst du nur, weil du gestresst bist. Ich werde dich daran erinnern. Oh mein Gott, wir hätten Nora gar nicht erst mitnehmen dürfen. Sie hat uns in der Bar einfach zurückgelassen. Ich hätte besser planen müssen. Nur so als Freundin. Frank wurde gestohlen. Fakt. Und dafür kannst du nichts. Und als deine Lebensgefährtin sage ich, geh nicht zu hart mit Ivy ins Gericht. Sie ist ihr schlimmster Kritiker und legt die Messlatte für sich selbst immer unmöglich hoch. Danke. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich kann nur nicht verwenden, dass ich's verbockt habe. Ich meine, sieh uns doch an. Wir stapfen durch einen Sumpf. Hier ist es total lehmig und erdig und glitzernd. Geradezu pittoresk. Atemberaubend, wenn nicht sogar himmlisch, oder? Sümpfe sind der Wahnsinn! Hey, ihr zwei! Lust auf einen Chai-Latte?